Ja, und praktisch und beliebt dabei ist der Impfstoff von Johnson & Johnson, denn er muss ja als einzig Zugelassener nur einmal verimpft werden. Laut Robert-Koch-Institut fallen bei diesem Vakzin jetzt allerdings vermehrt Impfdurchbrüche auf. Bisher infizierten sich mehr als 6.000 Menschen mit Corona, die mit dem Johnson & Johnson-Vakzin geimpft wurden. Auf 1 Million Geimpfte sind das etwa 2.000 Impfdurchbrüche. Zum Vergleich, bei Menschen, die als zweite Dosis BioNTech/Pfizer erhalten haben, sind es den Angaben zufolge rund 675 Durchbrüche pro 1 Million.